Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal unseres FC 08 Homburg. Heute Saarland-Pokal, SC Groß-Rossen gegen unseren FC 08 Homburg 5:1. Bei mir steht nun Martin Kramer. Martin, Pflicht erfüllt. Ja, würde ich sagen. Wir wollten hier den Sieg einfahren, das haben wir gemacht. Wir schauen jetzt direkt wieder auf die nächste Runde. Jetzt haben wir wieder einen Sieg mehr, das wollten wir. Die ersten 70 Minuten, denke ich, war auch deutlich spielbestimmt, war auch vollkommen okay. Danach haben wir ein bisschen Zügel schleifen lassen, war das Kräftesparen? Weil eigentlich haben wir ja spielfrei am Wochenende. Ja, das kann mal passieren, wenn man dann gegen so einen Gegner dann in seiner Führung ist und dann lässt man halt vorne ein paar Chancen liegen und dann schleift es dann vor sich hin. Klar ist auch, dass es hier auf einem schweren Geläuf war. Ja, sowas passiert einfach. Wir haben den Sieg sicher heimgefahren, souverän. Im Vergleich zum letzten Pokalspiel war das eine deutliche Verbesserung. Ihr habt jetzt das Wochenende spielfrei, haben aber eigentlich einen sehr guten Lauf. Ist das dann eher störend oder freut ihr euch dann über die freien Tage? Nein, ich denke nicht, dass es störend ist. Wir freuen uns über die freien Tage, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zwei Spiele in den letzten 4 Tagen gehabt und tut es auch mal gut, wenn wir die Tage nehmen und sich mal zur Ruhe setzen. Dann können wir wieder abschalten und fürs nächste Spiel sind wir wieder voll da. Gut, Martin, ich bedanke mich recht herzlich. Ist kalt, geh ins Fahrrad. Danke dir. Ja, bei mir nun Mike Bayer. Mike, deine Eindrücke vom Spiel? Ja, es war das erwartet schwere Spiel im Pokal auf dem Geläuf, was wir nicht gewohnt sind. Aber wir sind relativ früh in Führung gegangen und ja, haben es eigentlich konsequent durchgespielt, bis auf 10, 15 Minuten jetzt in der zweiten Halbzeit. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Wir haben die Pflicht erfüllt, sind weitergekommen. Nur das Gegentor, das ärgert uns halt. Aber ja, jetzt geht's weiter. Wie ist das eigentlich mit der Motivation, wenn man Sonntag in Trier gewinnen muss, dann unter der Woche auf den Hartplatz? Leidet da die Motivation oder zählt da wirklich das Ziel, eine Runde weiterkommen? Ja, unsere Motivation ist der DFB-Pokal. Okay. Also logisch, um den DFB-Pokal einzuziehen, musst du jeden Gegner schlagen. Und ja, da haben wir uns gut drauf vorbereitet, haben den Gegner ernst genommen, haben 90 Minuten alles gegeben und haben verdient gewonnen. Ist dann in der kommenden Runde egal, auf wen ihr da trifft, ob das jetzt mit Saarbrücken, Elversberg ein Drittligist sind? Irgendwann hoffen wir schon, dass wir einen von den zwei ausschalten können oder gegen sie kommen. Schöner wäre halt nach Saarbrücken wie Elversberg, aber es muss jetzt nicht die nächste Runde sein, es kann auch im Finale sein. Ich habe auch Martin Kramer gerade schon vor mir schon gefragt. Ihr habt jetzt ein freies Wochenende. Stört das den Spielrhythmus oder bist du da ganz froh über die 2-3 Tage Pause? Ja, wir hatten jetzt halt eine Serie und ich weiß nicht, ob die Pause für uns gut ist oder nicht so gut. Das wird man nächste Woche sehen gegen Kaiserslautern. Aber jetzt hat jeder 3 Tage Zeit, um abzuschalten vom Fußball. Und dann bereiten wir uns am Montag auf Kaiserslautern vor und versuchen, dass unsere Serie anhält. Gut, Mike, ich bedanke mich recht herzlich, ich wünsche dir dann jetzt schon ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in Kaiserslautern. Danke dir. Alles gut, ciao. Ciao. Ja, und unser Coach Christian Tietz, Pflicht erfüllt, würde ich sagen, auch mehr? Ach, es war ein klarer Sieg gewesen. Eigentlich ist er zu niedrig ausgefallen, weil wir sehr viele Torschancen liegen lassen haben. Aber grundsätzlich, ein Pokalspiel hat immer sein eigenes Gesetz, dann noch auf dem Ascheplatz, haben die Jungs sehr gut gemacht. Ich glaube, so mit den letzten 20 Minuten warst du dann nicht mehr zufrieden, dann bist du öfters aufgestanden, hast die Jungs eigentlich aufgefordert, konzentrierter weiterzuspielen. Ärgert dich das dann? Ja, weil der Gegner war letztendlich müde gespielt, wir haben uns zurechtgelegt, wir hatten zwar schon 5 Tore gemacht, aber haben dann selbst auch in den Endzonen runtergefahren. Dann dass ein Spieler dann auch mal da schon ein bisschen runtergeht, aber das waren gute Möglichkeiten, vor allen Dingen für die Stürmer noch mehr Tore zu erzielen. Kurz zurückgeblickt auf das Trier-Spiel bzw. auf die letzten Spiele. Wir haben jetzt eigentlich dann doch eigentlich eine Serie gestartet, eine Erfolgsserie. Wir haben jetzt am Wochenende spielfrei. Ich habe schon die zwei Jungs vorher gefragt. Wie siehst du das als Trainer? Positiv oder negativ, diese freien Tage? Ja, für uns kommt es ja positiv. Also wir haben das Spiel ja heute sehr ernst genommen, haben ja auch wir haben 16, 18 gleichwertige Spiele, also mit einer Stammformation hier angetreten, haben das Spiel auch genutzt, um uns weiter einzuspielen, um kompakter zu werden, um was die Jungs auch gut machen, um eine gewisse Abgeklärtheit zu haben. Und das waren jetzt ja auch schon Wochen, wofür die Spieler Stress bedeutet haben für den Kopf. Wir waren in der Situation, dass wir etwas weniger gepunktet haben, jetzt gewinnen mussten. Und du merkst, dass die Jungs jetzt auch ein bisschen müde sind. Wir trainieren morgen nochmal und dann kriegen sie auch mal 2-3 Tage frei. Also keine Angst, dass man da aus dem Rhythmus kommt, aus dem Spieltagsrhythmus? Nein, weil wir ja auch heute jetzt gespielt haben. Und das war letztendlich ein vorgezogenes Spiel um 2 Tage. Die Frage muss ich jetzt stellen, es war eigentlich ein besonderes Spiel, Christian. Bist du jetzt euphorisch heute?
Warum ein besonderes Spiel? Weil du zum ersten Mal in deiner Karriere beim FC Mauer, glaube ich, im Saarland-Pokal überwinterst. Nein, ich war mal, das merkt man, glaube ich, auch schon, wie wir auftreten, da ich mir ziemlich sicher war. Und zwar nicht überheblich, sondern die Sicherheit resultieren daraus, dass wir merken, dass unsere Mannschaft jetzt ziemlich gefestigt ist. Wir werden auch mal wieder Spiele verlieren, aber die Truppe steht. Und dann kommst du auch in so ein Spiel rein und bist natürlich froh, dass du endlich ins Viertelfinale eingezogen bist und im Winter in den Pokal überwintern kannst. Für mich ist ja wirklich ein Novum, seitdem ich hier bin in Homburg. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen. Mike hat es vorhin schon angesprochen, das Ziel der DFB-Pokal ist, das heißt, Saarland-Pokalsieg wird angestrebt. Jetzt sind momentan, ich glaube, die spielen noch Saarbrücken und Elversberg, aber auch keine Zwischenstände. Gibt es da einen Wunschgegner für die nächste Runde oder ist das eigentlich, man muss eh gegen die Stärksten dann spielen? Nein, wir nehmen, wie es kommt. Und wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du jeden schlagen. Das heißt, wann die Mannschaft kommt, die du schlagen musst, das ist letztendlich egal. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist immer ein gutes Geläuf. Und zwar nicht nur für uns, sondern für beide Mannschaften. Weil wir kommen ja alle wohin, um Fußball spielen zu sehen. Und auf so einem Geläuf ist es schwer, Fußball zu spielen. Und jeder möchte immer gerne, dass der Ball sauber läuft und die Leute ihren Spaß dabei haben. Noch ein kurzer Ausblick nach dieser Serie. Wir treffen jetzt übernächste Woche auf Kaiserslautern. Was erwartest du da vom Spiel? Das ist schwer einzustufen. Ich habe die Lauterer jetzt des Öfteren gesehen. Bei ihnen war es auch so, dass sie eine Phase hatten, wo sie sehr stark waren, nachdem sie schlecht gestartet sind und auch spielerisch stark waren. Jetzt die letzten Spiele haben sie auch mehr tiefstehend gespielt und auf Konter. Also ich meine, das ist ein Derby. Und Kaiserslautern kann die Tabelle auch lesen. Wenn sie drankommen wollen, müssen sie gewinnen und das wollen sie. Also wird es keine einfache Partie, aber wir kommen auf einen Gegner, der für uns machbar ist, mit der ganzen Stärke, die sie haben, die auch momentan immer 2-3 Spieler von oben einsetzen. Also wir freuen uns aufs Spiel. Wir wissen, wir kommen auf eine gute Mannschaft, die Fußball spielen will. Das liegt uns damit, glaube ich, dass es für alle ein sehr interessantes Spiel gibt. Gut, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächsten Samstag gegen Kaiserslautern, hoffen natürlich auch auf zahlreiche Unterstützung und falls ihr uns loben oder kritisieren wollt, auf youtube@fcnordhomburg.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, Fragen etc. können wir dann an die Spieler oder Trainer weiterreichen. Ich bedanke mich und wir sehen uns in Kaiserslautern. Danke, Chris.